Hey Leute und herzlich willkommen zur nächsten Runde von Slay the Spire. Wir sind immer noch in unserem, ja, zum sechsten Run, glaube ich. Oh mein Gott, ey. Wir schaffen es einfach nicht in diesem verfluchten vierten Akt. Und jetzt gucken wir mal, ob wir mit dem Deck, was wir uns jetzt hier erstmal so ein bisschen zusammengewürfelt haben, irgendwie mal dahin kommen. Wir werden wieder durch die Fragezeichen durchgehen. Zu einem Elite-Gegner und eventuell ausruhen. Und hier oben sind auch noch mal, ist auch noch mal einer. Hier drüben ist gar kein Elite-Gegner. Also den Weg hier werden wir auch schon mal gar nicht nehmen. Hier sind zwei Gegner. Ne, ich glaube, wir gehen auf jeden Fall hier lang. Ja. Vielleicht können wir noch den Shop, wie gesagt, mitnehmen. Ja. Gucken wir mal, ob wir mit unserem bisherigen Deck hier gut durchkommen. Doppelschlag. Der macht 10 Schaden. Machen wir mal so. Uns fehlen auch immer noch zwei Schlüssel. Die müssen wir auch noch finden. So, der macht irgendwas. Das heißt, wir machen ihn verwundbar. Block brauchen wir nicht. Dann lieber 6 Schaden. Leider. Okay. Ach ne, wir kriegen jetzt hier immer benommen, wenn wir eine Nicht-Angriffskarte spielen. Okay. Ich glaube, 10 Schaden können wir uns mal erlauben. Wir heilen uns ja noch ein bisschen. 27 ist ein bisschen too much. Das gilt als Angriff. Tja, schade. Kriegen wir doch nochmal gut jemanden reingedrückt hier. Da war er fast tot. Wir hätten einen Schlag irgendwie mehr gebraucht. Na gut, ein bisschen haben wir uns geheilt. Ich glaube, dann bleibe ich bei der Eisenwelle. Block und Schaden. So, gucken wir mal. Kryptische Schriften. Beginnt es sich zu verändern und verwandelt sich in eine Schrift, die dir bekannt ist. Lesen. Scheint von einem Anim namens Nio zu handeln. Das weckt dein Interesse, aber du merkst aber ein generelles Gefühl des Unwohlseins. Die Anim der Wiederbelebung Nino wurde aufgrund von Spires verbannt. Du bist versucht, mehr zu lesen. Auf der Suche nach der Rache segnet Nio Außenseiter und nutzt sie für ihre eigenen Zwecke. Halte das Buch. Diejenigen, die von Nio wiederbelebt werden, können sich nur noch an Fragmente ihres früheren Ichs erinnern und sind dazu verflucht, bis in alle Ewigkeit zu kämpfen. Am Ende des Zuges kannst du einen von drei zufälligen Karten wählen und in deinen Nachziehstapel mischen. Wow. Okay. Beschließe ihn mitzunehmen, wo sich in Erinnerung behalten, was du im Beweis in den Händen hältst. Wäre natürlich toll, wenn wir das jetzt für immer behalten würden, ne? Wir müssen hier hoch. Das heißt, wir gehen einmal hier zum Händler. Haben wir noch irgendwas, was wir wegmachen wollen? Eigentlich eher nicht. Wir könnten einen Schlag rausnehmen. Das ist zu gut, um es nicht zu nehmen. Das ist natürlich auch geil. Oh Mann. Wir könnten jetzt den Löffel nehmen. Vielleicht wird es dann. Aber gut, das bringt ja nichts. Ich nehme mal die Metallschicht mit. Und ein so ein Ding. Also mal Heilung.
Ne, ich nehme mal den Pantographen. Ich glaube, der ist gut. In dem Fall. Bosskämpfer heißt aber nicht Dingskämpfer, leider Elite. So, dann gehen wir mal hier rein. Wir sind trotzdem relativ low. Verdammt. Schade. Ah, nicht die beiden Typen schon wieder, ey. Wähle eine Karte. Das ist echt krass, dieses Buch, ey. Verwundbar, aber so viel Schaden macht's nicht. Es tut weh gerade. Flammenwall. Vor allem im Nachziehstapel. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich den ziehe, ist relativ hoch. Das ist echt OP, ey. Holy shit. Deswegen ist jetzt noch wichtiger, dass wir jetzt hier nicht verlieren, ey. Durchdrehen. Na, der Typ haut schon ab, ey. Shit, durchdrehen habe ich nicht bekommen. Na gut, ich hatte eh nicht wirklich viel Geld, ne? Aber ist trotzdem schade. Und ein bisschen Leben habe ich auch verloren, leider. Och. Na, das bringt nichts. Macht denen nicht genug Schaden. Schlecht. Also das Buch ist richtig OP. Es muss nicht immer heißen, dass ich mitziehe, aber es geht schon. Ne, wir nehmen nochmal Toben. Eieiei. Ich darf jetzt nicht verlieren. Oh, nicht dieses Schwert, ey. Blitz und Donner. Zehn Angelegen, aber erschöpft. Machen wir mal so. Gerne Schwäche erkennen machen, aber ist ziemlich risky, aber ich brauche den Damage. Wir nehmen mal Wut. Dämonenform. Werde ich nicht spielen können. Ich brauche auf jeden Fall irgendwie Block. Ansonsten bin ich jetzt im Arsch. 6 mal 4.
bin sowieso tot. Oh ne, jetzt wo ich dieses coole Dingsschwert habe. Dieses Buch. Aufrüsten. Das gibt's nicht, ey. Diese dämlichen Diebe haben mir so viel Schaden gemacht. Oh, wir hatten so ein cooles Buch, ey. Shit. Aber egal, wir geben nicht auf. Und wenn das hier das längste Let's Play wird, was ich jemals gemacht habe, ich schaff dieses Ding hier durch. Es kann doch nicht wahr sein. Wir machen mal das. Vielleicht haben wir Glück und können irgendwie zu einem Elite-Gegner kommen. Eins, zwei, nee, scheiße. Oh doch, eventuell, wenn hier keine Kämpfe sind, könnten wir durchkommen. Gucken wir mal. So, dann machen wir erstmal fertig hier. Mal durchdrehen. So, bitte kein Kampf. Gold sammeln in der Schleimpfütze. Wir nehmen auf jeden Fall ein Relikt. Das ist doch schon mal gut. Ah, schade. Kann man den Trank hier verkaufen? Nee, ne? Schade. Dann nehme ich, würde ich sagen, einmal aufrüsten und entflammen. Die Reue machen wir später weg. Entferne eine Karte aus dem Deck. Na, ist doch perfekt. So, hier haben wir den. Den können wir auch lockerflockig einmal tothauen. Oh, ist perfekt. Anstatt 4 oder weniger ungeblockten Angriffsschaden zufügen, wird dieser auf 5 erhöht. Ich verstehe diesen Stiefelkack nicht. Dann nehme ich den Smaragdschlüssel. Wir nehmen es mal gelassen, würde ich sagen. Ach, den Dings kann ich trotzdem nehmen. Okay. Schade. Den nächsten schaffen wir leider nicht. Ja, können wir hier noch tothauen. Toben. So, jetzt ist die Frage, wir könnten nochmal zum Lagerfeuer was verbessern, dann noch ein Relikt nehmen und dann zum Elite-Gegner. Da sind wir auf jeden Fall stärker. Und hier können wir nochmal ein paar Fragezeichen mitnehmen. Das heißt, wir gehen erstmal hier hin. Wir nicht ausruhen. Och. Ich könnte doch erstmal erinnern, aber ich glaube, wir machen erstmal das hier. Das ist immer gut. Gehen wir hier hin. Ich nehme den Brieföffner, der ist gut. Nächste Elite-Gegner, aber diesmal ohne Hilfe. Noch betäubt die Runde. Hier mal ein bisschen Schaden reingedrückt hier. Oh, noch mal 18. Wir drehen mal durch.
Machen Turm und verteidigen noch einmal. Und dadurch hat sich der Brieföffner schon mal bemerkbar gemacht. Und wir haben einen guten AOE, auch wenn wir nur verteidigen sollten. So, hier greifen wir jetzt komplett an. Wieder 18 Schaden. Das reicht leider nicht. Ich muss ihn nur ein bisschen runterkriegen. Das ist gut. Ah, das war doch gar nicht so schlimm. 3 Stacheln, das ist auch okay, aber nicht da unbedingt das Beste. Füge 13 Stand und wende einen schwach und verwundbar an. Das ist gut. Obwohl er 2 kostet, leider. Ah, shit, da muss ich durch die ganzen Gegner durch. Ich glaube, dann gehe ich doch mal hier lang. Haben wir hier noch ein bisschen Glück. Geil. Das ist sehr, am Anfang sehr, sehr gut. Vorausgesetzt, wir kriegen auch eine Machtkarte denn. So, wir entflammen. Toben. Und schlagen einmal. Aufrüsten. Ne, aber machen wir trotzdem. Kaboom. Nochmal aufrüsten. Gehen wir zum Fragezeichen. Oh. Du findest einen toten Abenteuer auf dem Boden. Seine Hose wurde gestohlen. Außerdem sieht er aus, als wäre er von einer gehörnten Bestie aufgespießt und zertrampelt worden. Oh shit. Aber gut, vielleicht kriegen wir dann... aufrüsten. Durchdrehen kostet jetzt 0. Wir machen Entflammen. Drehen durch. Hauen rauf. Und hauen darauf. Und haben ihn halb tot. Vielleicht kriegen wir sogar noch ein Relikt denn dazu. So schlimm wäre, wenn wir jetzt nur angreifen würden. Kriegt nochmal Schaden durch Gift. Wir kriegen nur 4 Schaden reingedrückt. Perfekt. Und taust rein, Brian. Ja. Nochmal ein Relikt. Verhindere deinen ersten Tippverlust bei jedem Kampf. Können wir auf jeden Fall nehmen. Verdoppel deinen Block. Bisschen AOE ist nicht schlecht. Also wir sind jetzt hier im ersten Run schon mit ziemlich vielen Relikten durchgekommen. Glaube ich, Schmettern nehmen sollen, ne? Hm. Ja, stimmt, der kriegt ja Stacheln. Haha. Oh, shit. Wir nehmen es mal gelassen. Ta-ta-ta. So, wir kriegen keinen Schaden. Nice. Boom.
Knaufschlag. So, ausruhen müssen wir uns nicht. Schmieden. Soll ich nochmal aufrüsten nehmen? Dann haben wir es doppelt im Dings. Ich glaube. Mehr bräuchten wir davon dann aber wirklich nicht. Kampf beginnen. Schade. Das heben wir uns mal noch auf. Kinnhaken. Bisschen fehlt noch. So, der haut jetzt, glaube ich, richtig rein, ja. Aufrüsten. Auf 70 kriegen wir nicht mehr runter. Ne, dann entflamme ich lieber und mach. Ist ja schon verwundbar. Ja, es tut ein bisschen weh, aber ist ja eh der letzte Gegner. Beziehungsweise ich krieg da keinen Schaden. Stimmt. Ha! Trottel. Block brauchen wir nicht. Also bis jetzt gefällt mir der Run doch schon besser, muss ich sagen. Wir toben, Knaufschlag. Das bringt nichts, der schleimt sich jetzt eh raus. Kinnhaken. Mehr kann man nicht machen. Aber so verbessert man nach und nach seine gesamten Karten, was richtig OP ist eigentlich. Ja, ich würde gerne einen Kinnhaken machen. Aber lieber töte ich den. Der schleimt sich jetzt auch schon auf, genau. Kriegen wir doch noch leider ein bisschen Schaden rein, aber nicht so schlimm. Ich hoffe, wir kriegen jetzt noch irgendein cooles Boss-Relikt. Beziehungsweise eine gute Karte wäre auch cool. Ja, wer will denn seine Hand erschöpfen, ey? Aber 6 TP verlieren. Vielleicht kriegen wir es, runter. Aber andererseits, manchmal ist 6 TP verlieren besser, als wenn man 20 Schaden kriegt oder so, ne? Nehmen wir mal die Opfergabe. Erhöhe dein Max-TP, wähle deine Karte für dein Deck, verbessere eine zufällige Karte. Nee. Dann transformiere ich lieber was. Und nimm einfach mal. Ja, die ganzen Schläge. Oh, hier, Dämonenform. Jetzt habe ich nicht gesehen, was ich noch bekommen habe. Ah, hier. Spalten ist gut. Durchdrehen haben wir jetzt einen Nuller. Da
Haben wir jetzt aber zwei von, das reicht eigentlich. Das ist auch ganz okay. Ist aber nicht das beste Boss-Relikt, was man so kriegen kann, leider. So, 250 Gold. Hier sind auf jeden Fall zwei Fragezeichen. Hier sind nur Monster und dann ein Elite-Gegner. Hier ist ein Fragezeichen. Zwei, drei. Hier kommen ganz viele Fragezeichen. Ne, ich gehe auf jeden Fall hier links lang. Dann machen wir ihn hier. Into Shop. Und dann zwei Fragezeichen. Panzerrüstung. Ne, man zieht nur 5 Karten. Schade. Okay. Das heben wir uns aber mal noch auf. So. Ja, schade. Das Entflammen wäre auch gut gewesen. Das heben wir uns mal auf. Jetzt noch mehr Energie bekommen würden. Es ist so ein Unterschied. Also ich würde sagen, ich verteidige einmal. Schmetter ich aber, wo das Toben eigentlich ganz gut wäre. Schade. Die Dämonenform ist natürlich immer noch am coolsten. Brauche ich aufrüsten? Der ist eh tot. Niederreißen. So. Was hat er denn hier anzubieten? Alles ein wie blöd. Oh, okay. Das ist ja auch alles Blödsinn hier. Adalas. Wie viel Erschöpfen habe ich denn? Eigentlich nur. Doch, Durchdrehen habe ich. Opfergabe habe ich. Zweimal Durchdrehen. Was kriege ich dann? 4 Block. Dafür einen Dings ausgeben. Ich glaube, dann mache ich 3 Karten ziehen. Habe ich denn hier einen Angriff?
Den Rest hebe ich mir auf. Irgendwie nicht der tollste Shop-Typi gewesen, leider. Aber immerhin ein Relikt mehr. Schade, ich habe den Götzen nicht gehabt. Mischt auf den Tisch gerade diese Monster. Hier muss man warten, wie ernährst du dich ihnen? Hier sind 12 Karten, ordne sie. Okay. So, ich versuch's mal nochmal. Am besten suche ich jetzt immer nach einer Karte, die mir auch was bringt. Unempfindlich. Oh, hier. Na, schade. Okay, aber damit kann man leben. Ist auch eine gute Karte eigentlich. Auch wenn sie zwei Dings kostet. Und erschöpft. Okay, wir gehen zum Monster und dann hoffentlich zum Elite. Noch erschöpft. Wir machen mal einen Knaufschlag. Das hätte ich mal zuerst machen sollen. Upsi. Das reicht eigentlich so. Durchdrehen, heben wir uns mal auf. Bam, bam, bam. Sehr schön durchdrehen. Alter. Das glaube ich eh alles schon. Wir nehmen mal das und dann ist tot. Okay. Dann wollte ich gar nicht so lange rum überlegen. 4 Panzerung, das ist gut. Dann nehmen wir mal das Bumerang-Schwert. So, wir müssten eigentlich zurechtkommen. Ich erinnere mich jetzt mal lieber. Dann haben wir den wenigstens. Und wir brauchen dann hier, müssen leider eine Truhe opfern, je nachdem. Oh Gott. Kaka. So, wir machen auf jeden Fall das. Ich würde sagen, wir entflammen einmal, dann haben wir noch mal ein bisschen mehr und einmal verteidigen wir uns aber. So, einmal blocken wir ja den Schaden, einmal halbmal kriegen wir mal keinen Schaden und 6 kriegen wir aber reingedrückt, leider. Das darf es jetzt auch nur gewesen sein. Natürlich greifen alle an. Das kriegen wir hin.
Jo. So. Na, schade. 59 Rüstung sollte aber reichen, denke ich. So, wir werden immer stärker. Würde mich nicht wundern, wenn wir jetzt mit einem Schlag fertig machen. Koko. Erhalte zwei Wunden auf die Hand. 15 Block. Nehmen wir lieber den Block. Ach du Jemine. Natürlich greifen auch alle gleichzeitig wieder an. Dann nehmen wir auf jeden Fall das. Toben könnte helfen. Schade. Dann Augen zu und durch. So, wir rüsten mal auf. Wir drehen ruhig mal durch. Wir nehmen es gelassen. Nochmal durchdrehen, schade. Na gut, wir haben sie fast tot. Echt cool, dass die Stacheln wirklich für immer bleiben. Eieiei, wir haben wieder ziemlich viel Schaden genommen hier. Niederreißen. Okay, nice. Wir sind schon bei 92, ey. Ja, wir nehmen mal Ekstase. Das ist dann natürlich richtig OP. Wir wollen unbedingt... ist eigentlich egal, wo wir lang gehen. Aber nicht, dass hier ein Monster kommt, deswegen wir machen mal die Safe Route. Oh, keine Boss-Truhen. Das müssen wir machen. Aber wir müssen wirklich dann mal diesen anderen Schlüssel noch nehmen. So, erstmal hier hin. Wir ruhen uns mal aus. Und gucken mal, oh, ob wir hier noch zwei Monster sehen. Alles klar. Wir nehmen erstmal den Vogel weg. Der tötet sich sowieso selbst wegen den Stacheln.
Dann machen wir Toben. Also unsere Karten sind gut aufgerüstet. Dann würde ich sagen, machen wir Opfergabe. Nehmen Dämonenfeuer, nehmen das Ding. Okay. Schade. Kann ich noch eine Karte ziehen? Oh, ist nochmal ein Benommen. Damn. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Na gut, wir werden immer stärker. Quatsch. Na, ein Benommen ist noch drin. Stärke ist natürlich krass, aber ich würde noch mehr Block nehmen. Dann gehen wir aber zum Shop. Ah. Schon wieder diese blöde Machtkarte hier. Ich glaube, ich nehme aber einmal den hier. Halt, Moment. Naja, das ist Schwachsinn. Wir wollen die hier wegmachen. Wir nehmen mal Muskelspiel. Weil dadurch und dieses Ekstase könnten wir unsere Stärke verdoppeln. So, für mehr haben wir leider kein Geld mehr. So. 2x5. Einmal verhindern wir ja Schaden, von daher geht es. Wir müssen nur den Kultisten loswerden, ansonsten wird er zu stark. Aufrüsten. Entflammen. Laufschlag. Wir müssen shitten. Shit, shit. Das klappt nicht. Wir machen einen Kinn und nehmen es gelassen. Einfach damit wir jetzt erstmal keinen Schaden kriegen. Ich hätte eigentlich gerne die Metallschicht gehabt. Toben und verteidigen. Nehme ich noch die Opfergabe? Nee. Okay. Durchkämpfen brauchen wir nicht. Greift eh nicht an. Wie viel Benommen haben wir hier wieder drin? Oh Mann.
gibt's nicht. Ich verteidige mal. Dann haben wir genug Abwehr. Schwäche erkennen. Ja, ist schade, dass es nicht weniger wird. Oh, die wird dann nicht erschöpft, die Karte. Das ist natürlich richtig OP. Hast die Frage, soll ich wirklich... Mit meinen zwei Dingern, die ich habe, kann ich eh alles verbessern. Na, ich glaube, ich gehe mal auf Nummer sicher. Wir wollen diesmal einfach nur dahin kommen. Der Champ, er greift natürlich auch gleich an. Blocken auf jeden Fall einmal. Stärke. Okay, das tut ein bisschen weh, aber wir buffen uns ja nach oben. Müssen wir aber langsam wirklich mal ein bisschen... Hab's falsch rum gemacht. Whoops. Okay. Haltung. Okay, wieder ein bisschen Schaden, aber es geht noch. 12 Schaden, noch besser. Ich glaube, wir machen mal... Vergabe. Können wir ruhig machen. Kinnhaken. Schaden kriege ich auf jeden Fall nicht. Machen wir Niederreißen. Haben wir doch empfindlich geschwächt, würde ich mal sagen. Ist echt heftig, ey. 28 Stärke. Ich brauche jetzt nur mal ein paar Angriffsdinger. Ui. Nehmen wir nochmal ein Muskelspiel. Zack.
Ich gehe aber, glaube ich, für den Schnitter. Da können wir uns richtig nach oben heilen, wenn wir auch recht stark sind. Was haben wir denn hier noch? Halt in deinen Zug. Du beginnst Kämpfe mit zwei Wunden im Nachziehstapel. Spielbar und spielbar, das ist okay. Eieiei. Okay, heftig, heftig. So, wir machen jetzt hier aber erstmal einen Cut rein. Wir sind jetzt im Jenseits wieder mal. Oh, wir sind schon weit über der Zeit. Holy shit. Wir haben zigtausend von den Dingern. Leider kommt nur noch einmal eine Truhe. Die öffnen wir aber zweimal. Da bin ich mal gespannt. Wir haben ein echt krasses Deck. Wir haben auch richtig viele Trefferpunkte. Wir dürfen jetzt wirklich nur nicht kaputt gehen hier. Und wir müssen gucken, dass wir die Sachen hier noch rauskriegen. Ansonsten würde ich sagen, sieht es doch ganz gut aus. Hier könnte ich zu einem Shop kommen. Kommt hier nochmal irgendein Shop? Hier oben. Und das war's. Die Frage ist, ob ich da hinkomme. Eher weniger. Ich glaube, da muss ich hier zu dem. Dann könnte ich hier rüber. Muss ich aber durch drei Gegner durch. Aber ich könnte den Elite machen. Okay, wir gehen auf jeden Fall erstmal hier hoch, würde ich sagen. Gut. Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zugucken. Drückt mal die Daumen, dass es diesmal irgendwie mal klappt. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst oder ein Abo. Und dann hoffe ich, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bye bye.